Ja, blaue Ärmchen kommen momentan vollkommen damit zurecht. Sehr gut. Also die restlichen Schmelzöfen. Zack, 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 zack. Jeweils ein schnelles Ärmchen rein. Falsch, rein. Schnelles Ärmchen, halbes Ärmchen, halbes Ärmchen, halbes Ärmchen, halbes Ärmchen. Ist das jetzt schneller als vorher? Sieht nicht so wirklich danach aus. Einziger Vorteil momentan, also ich kann es testen, ob es schneller ist, warte. Du hast Smelting Speed 1, du hast Smelting Speed 2. Dafür sind es nicht ganz so viele momentan. Aber wir haben halt den Vorteil, dass wir Module reinhauen können. Zum Beispiel rosa Module, die wir jetzt aber gar nicht da haben. Und dann wären die ähnlich effektiv wie das Metallzeug später. Aber ich denke, Metallzeug ist der Weg, den man nehmen sollte. Und den man nehmen sollte. Aber ich kenne mich halt noch nicht genug damit aus, wie das funktioniert. Das muss ich in den nächsten Folgen rumprobieren. So, also währenddessen wird alles voll gemacht mit Lava. Jo. Dann müssen wir auch gucken, ob die Dinger irgendwann unendlich sind oder auslaufen. Und wir haben nicht genug Strom. Das ist nicht schön. Können wir dann jetzt schon die besseren Stromsachen bauen? Ja. Bau bessere Stromsachen. Wir brauchen dafür MK3 Pipes. Stahl. Stahl mal wieder. Ja, okay. Ja, schaut nicht gut aus. Gib her den Stahl. Da und da. Können wir jetzt die restlichen bauen? Ja, sehr gut. Noch zwei waren das, glaube ich. So, und genau das müsste jetzt der Zeitpunkt sein, wo das mit dem Wasser ein Problem wird. Das hatten wir nämlich in der letzten Welt auch, als wir auf MK3 umgestiegen sind. Dann waren irgendwann die Boiler zu klein und die Rohre zu klein und alles. Das heißt, wir müssen den ganzen Schwung hier auch dann zu MK2 oder MK3 umändern. Eventuell auch die Pumpe. Was aber gut ist, dass wir jetzt mehr Wasser verbrauchen, weil dann stellen wir mehr Sand her. Und dadurch können wir nachher mehr Blastfurnisse herstellen. So, da ist der erste. Zack. Temperatur ist okay. Wasser ist allerdings schon mal nicht mehr voll. Hier überall nicht. Das ist nicht gut. Bist du durchgehend am Arbeiten? Stimmt, wir wollten da einen Tank vorsetzen. Nein, 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 nein. Das hatte ich in der letzten Staffel, glaube ich, sogar gesagt gehabt. Wir sollten immer da Tanks vorhaben, aber ich habe hier keinen Platz für verdammte Tanks. Ich denke, wir werden das Metallzeug, das flüssige Metallzeug, doch noch ein wenig aufschieben. Und wenn das hier durchgeforscht ist, erstmal die schnelleren Fließbänder erforschen. Damit wir hier unterirdisch besser durchkommen. Und dann brauchen wir hier Wassertanks und dann klappt das auch schon besser. Jetzt haben wir das Problem, dass der immer schubweise Wasser herstellt, aber so bleibt er halt nie auf 100. Sondern immer nur auf, ne, was ihr hier sehen könnt. Er produziert erst, wenn er unter 90 fällt. Oder unter 80 fällt? Ja, damit er 20 herstellen kann. Das ist nicht gut. Alternativ könnten wir jetzt auch schon irgendwohin das auslagern, aber nee, zu wenig Platz. Also das hier muss weg, da muss ein Tank hin und dann war es das eigentlich schon. Ich kann hier schon mal das Ganze unterirdisch machen. Da runter, da hoch. Oh, du bist falsch rum. Du runter, du hoch. Darum und das hier alles weg. Jetzt geht das damit nicht auf. Ja, das müssen wir gleich gucken. Das heißt, wir haben jetzt keinen Puffer an den Brennstoffblöcken, aber ich hau die jetzt mal einfach von Hand rein auf komplett 50 hoch. Ich hätte eigentlich auch sehr gerne MK3-Boiler, allein schon, damit ich sie von Hand zwischendurch mit 150 Brennstoffblöcken voll spammen kann, wenn ich es denn will. Die sind aber irre teuer. Die hier sind nicht ganz so teuer. Stell mal davon bitte auch welche her. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Also noch ein. So. Gut, Wasser hast du immer direkt. Sand nehmen wir auch mit.
Ja, ich denke, das mit dem Unterirdischen hier müssen wir eventuell gar nicht machen. Oder wir könnten es dann ganz knapp hier vorne machen. Ich teste mal ganz kurz. Wenn wir dich hierhin, dahin. Ich hab schon wieder das falsch gemacht, ne? Ja. Da geht's runter, da geht's raus. Entschuldigung, Eisen. Entschuldigung, Entschuldigung. So. Du bist jetzt nur noch du im Weg. Gib mal her. Mehr Brennstoff. So, ich kann einfach so. Alles. Was? Warum hast du die da nicht reingetan? So. Genau, jetzt hätten wir hier Platz für einen Tank. So. Und da auch nicht mehr durch. Der da kann weg. So. Das Ding ist jetzt instant voll mit sauberem Wasser und du müsstest eigentlich jetzt durchgehend sauberes Wasser haben. Wobei die Rohre eventuell nicht schnell genug sind. Das müssen wir gleich gucken. Dann wäre es wirklich Zeit für die Geschichte hier oben. Wo ist die Abzweigung? Da, die Abzweigung. Dass ich die Abzweigung mit Kupfer und Eisen dann runterbringe, damit hier die Engines hergestellt werden. Wobei wir auch die Engines erst noch erforschen müssen. Also ja, es tut mir leid, aber das Lava wird warten müssen. Ich freue mich da auch schon drauf, das alles auszuprobieren. Aber das hier ist alles dringlicher. Ja. Gut. Pufferkiste für Brennstoffblöcke. Sehe ich gerade gar keinen Platz für. Was ein wenig schade ist. Aber ist auch nicht wirklich notwendig, oder? Weil wir das Leichtöl puffern wir ja. Sobald hier Platz drauf ist, wird das da drauf gelegt. Ja, okay. Wasser schaut gut aus, ist aber immer noch nicht voll. Und die Temperatur ist nicht heiß genug. Aha, nächstes Problem. Dafür habe ich ja die Boiler in Auftrag gegeben. Genau die hier. Zack, 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 zack. Und der nächste wird gemacht. Oh, ihr habt eure gesamten... Oh, das ist keine schöne Sache. Das waren MK1 Boiler mit 47 Fuelblocks drin. Und als ich die anderen raufgesetzt habe, war das alles weg. Ich hoffe mal, es wurde in mein Inventar gelegt. Wenn nicht, wäre es ganz schön garstig. Rein, rein, rein. Alles voll. Voll. Achso, du musst noch ersetzt werden. Nicht damit. Wo ist der Gute? Ich hätte schwören können, ich hätte noch einen sechsten blauen gebaut. Einen blauen bitte noch. Komisch, komisch. So, werdet ihr jetzt heiß genug? Nee, 81 Grad. Durchgehend. Das heißt, ich muss auf lila umsteigen. Das wäre jetzt nicht so schön. Das sind echt viele rote Chips. So, du, da. Und ja, ich kriege die Brennstoffblöcke zu gut geschrieben. Und dann ist ja alles gut. So, und du bist fertig. Das ist sehr gut. Ich hätte jetzt gerne die unterirdischen Belts. Da, kostet fast nichts, wird erforscht. 82, 83 hatten wir vorher. Ja, das geht so nicht. Also entweder bräuchten wir noch mehr Boiler, was ein Problem wird, oder ich muss auf die MK3 umsteigen. Das heißt, ich brauche rote Chips. Das heißt, ich brauche Kupfer. Wow. Okay, kein Kupfer mehr im Inventar. Haben wir eine Staufläche für Kupferdraht gemacht? Nee, haben wir nicht. Das könnte ich hier oben denn hinbappen. Du, dahin. Intelligentes Ärmchen. Oh, keine grünen Chips. Gib mir grünen Chips. Intelligentes Ärmchen. Euch abbrechen. Euch wieder anschmeißen. Grünes Ärmchen, bitte nimm Kupfer von da.
Kupferdraht. Oh, ist das viel Zeug. Oh Gott. Ich hätte gerne Kupferdraht. Bitte, da. Und dann mit halbem Ärmchen wieder raus. So. Und dich begrenzen wir dann auf. Eigentlich hätte ich auch eine einfache Truhe machen können, oder? Ja, okay, was soll's. Also Kupferdraht bräuchte ich. Ich klaue mir dann mal hier das Kupferdraht, was schon auf dem Band ist. So. Um daraus dann mehr Rotchips herzustellen. Gut. Was haben wir noch so? Also, in den nächsten Folgen muss ich daran denken, Lava erstmal zu ignorieren. Dafür eher hier an dem Wasserproblem zu arbeiten. An der Versorgung von den Batterien, damit wir mehr Türme herstellen können, falls es doch mal zum Ernstfall kommt. Und damit wir die hellblauen Science Packs herstellen können. Dann müssen wir die Engines erforschen, sowohl die normalen als auch die roten. Das mache ich schon mal jetzt. So. Dann das Kupfer und Eisen auch hier unten hinbringen, um die Engines auch herzustellen. Dann, ja, alle Boiler auf MK3, die Dinger nach und nach auf MK3. Das wird echt übel viel Wasser schlucken. Ich mache mal spaßeshalber alle jetzt schon mal auf die dritte Stufe. Sie dürfen ja trotzdem noch mehr Energie produzieren. Ja, Temperatur geht wieder auf. Oh, geht sogar höher. Was zur Hölle? Warum ist die Temperatur jetzt auf 100? Und vorher nicht? Die müssten doch eigentlich jetzt mehr Hitze ver... Egal. Ich stelle es nicht in Frage. Es klappt soweit. Das ist unerwartet und gut. Wasser allerdings ist durchgehend zu wenig. Das heißt... Es liegt an was? Nicht an dir, du bist durchgehend dabei. Du hast einen fast vollen Tank. Es wird an den Rohren liegen. Also ich hätte gerne MK3 Rohre. Drei Stück. Machen wir kurz die Science Packs weg. So, MK3 Rohre da. Noch ein. Tut mir leid, Science Packs. Oh, schon fertig. Sehr gut. Dann hätte ich gleich gerne die hinterher. Science Packs weg. Science Packs weg. Brauchen wir gleich fünf davon. Einfach nur so. Und dann die Science Packs. So. Du da. Das sind jetzt alles MK3-Rohre. Haben wir jetzt durchgehend genug Wasser? Also zum einen müssen sie jetzt alles Wasser wieder neu aufkochen auf 100 Grad. Was ein wenig lästig ist. Aber es geht mir um die Anzeige rechts auf dem Bild, wo ich mit der Maus jetzt nicht hinzeigen kann, wo steht Clean Water Doppelpunkt. Und das da müsste eigentlich durchgehend voll sein. Das wäre der Idealzustand. Dem ist aber nicht so. Und auch das Rohr hier ist nicht durchgehend voll. Warum nicht? Der Tank spuckt doch durchgehend Wasser aus in eure Richtung. Liegt das an der Pumpe? Man kann es eigentlich nicht. Das müsste doch eigentlich alles hiervon abhängen. Also ich kann jetzt auch noch eine MK3-Pumpe da hinsetzen, aber... Sorry, Science Packs. So, jetzt ist eine MK3-Pumpe hin, aber das wird auch nichts ändern. Und ich müsste dann hier zwischen die auch noch auf MK3 bringen. Naja, das liegt echt hier dran, an den drei, vier Rohren, die danach kommen. Das heißt, hier müsste eigentlich eine Pumpe rein. Und dafür brauchen wir die roten Engines. Die aber auch bald fertig sind, das ist okay. Spaßeshalber setzen wir dich jetzt auch mal dahin. Wodurch wir jetzt ultra schnell Wasser bekommen, was eh nie benutzt wird. Aber ja, vielleicht einen besseren Storage Tank? Die könnten wir inzwischen auch erforschen. Aber genau das gleiche Problem hatten wir in der letzten Staffel auch. Und das war irgendwas ganz Banales. Also ich glaube, ich hatte irgendwas komplett abgerissen und neu aufgebaut. Also einfach nur hochgehoben, wieder hingelegt und dann ging's. Das war komisch. Ich weiß nur nicht, was es war. Aber gut, das werdet ihr bestimmt in den Kommentaren schreiben. Hauptsache, wir haben erstmal Strom. Genau. Strom sieht sehr gut aus. Wir produzieren
nur mit 30-40% Leistung den Strom. Also 60% ist Leerlauf. Sieht man ja auch daran, dass die hier gar nicht arbeiten. Also das können wir erstmal ignorieren. Ja, das heißt, wir sehen uns gleich wieder und dann gehe ich die Sachen an, die ich vorhin erwähnt habe, die gemacht werden sollten. Also bis dann.